So, meine Damen und Herren, jetzt der wichtigste Shot des ganzen Tages. Und zwar, wir haben immer wieder auf erster Spielern das große Problem, wie sieht es eigentlich mit dem Service aus? Und den Service, den sehen wir hier. Erste Klasse, Dixie, original. Nicht Toy Toy oder irgendeinen anderen Billigscheiß. Nein, hier wurde keine Kosten und Mühen gescheut. Es ist das Original. Und da gehen wir jetzt rein und das gucken wir uns mal an. Seht euch das. Wie zufrieden waren Sie? Fick dich, Käse. So schlecht. Das ist ja schade. Also im Grunde kann man sagen, also hier sogar die Top-Ausstattung mit dem halb vergammelten Toilettenpapier und nur eine Rolle, auch sehr interessant. Mutig, vor allem wenn ich hier unterwegs bin. Ja, aber wir werden das auf jeden Fall ausprobieren. Scheiße, wie soll ich denn jetzt hier pissen und gleichzeitig das Mikro halten? Oh, jetzt ist mir... Ja, aber warte mal. Müssen wir das Riesending wieder einpacken? Fertig. Das war gut. Sehr befriedigend. Ich gebe eine solide 8 von 10 für dieses Dixie. Es stinkt auch noch nicht so schlimm. Also es ist kein Festival-Modus oder sowas. Also... 8 von 10. Danke. Hallo Leute. Moin Leute, wir befinden uns hier aktuell in der wundervollen Halle des Hangar 13 in Oschatz. Ich sitze in einem Brunnen, in dem Geld liegt. Ihr seht, es ist schon ein bisschen dunkel, weil das liegt auch nur daran, weil wir wollten das Startvideo eigentlich am Anfang machen. Aber weil wir dumm sind, haben wir es jetzt als letztes gemacht. Wir haben also den Tag heute schon erlebt. Aber mehr dazu erfahrt ihr später im Video. Ich begrüße euch jetzt trotzdem einfach und sage viel Spaß mit dem Video und ja, schön, dass ihr da seid. Bis später. Tschüss! Hallo Leute, was geht ab? Wir waren im Hangar 13. Oh, das war gut. Und zwar machen wir darüber ein YouTube-Video, wie ihr hier gerade seht, auf YouTube. Warum? Keine Ahnung, weil ich Lust darauf habe und weil ich es schon immer mal probieren wollte. Das ist auch dieses jetzt mal sozusagen mein allererstes YouTube-Video, was ich selber schneide, selber produziere. Ich habe ja vorher schon öfters mal mit Platinbox zusammengearbeitet und dergleichen. Jetzt habe ich mir gesagt, so komm, ich probiere es einfach mal selber aus. Ich hoffe, es gefällt euch. Ich hoffe, es ist irgendwie gut geworden. Und ich werde natürlich weiter an mir arbeiten und versuchen, das immer besser hinzukriegen. Aber ich hoffe, für den ersten Versuch ist das hier auf jeden Fall eine für euch ausreichende Sache. Einen kleinen Hinweis muss ich aber vorab noch geben, bevor wir jetzt reinstarten in die Spielfeldbegehung vom Hangar 13. Da hat leider die Kamera vom Bild her nicht ganz mitgespielt. Ihr werdet es sehen, das Bild ist ein bisschen kriselig. Das ist leider sehr blöd gelaufen. Aber die konnten wir jetzt nicht in Gänze nochmal neu drehen. Deswegen haben wir das jetzt einfach so belassen. Ich hoffe, es gefällt euch trotzdem. Und ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Und bis später. Tüdelü. Ciao, ciao. Das Dach vom Rathaus auch noch mit schön bespielbar. Ich denke... Das wird eine gute Möglichkeit sein für die ersten 30 Sekunden. Danach geht dort oben nur noch Feuer. Ja, dann ist da nur noch Feuerwerk angesagt. Genau. Ist das Werbung oder? Das kann ich dir gar nicht sagen. Ah, da kann man auch drauf, ja? Ja, kann man auch drauf. Die Ladefläche ist mit einer Treppe ausgebaut und kann auch mit bespielt werden. Wobei ich sagen muss, bei den Treppen, ne,
die sind ja offen. Ja. Das wird spannend. Ja, haben wir auch gesagt. Federung, also, das funktioniert noch. Ja. Du machst den Baum kaputt. Ich mach schon direkt Schaden. Nee, aber das fetzt. Also, es ist halt einfach eine mega krasse Steigerung zur Area. Ja. Ihr hättet eigentlich auch noch ein paar Ostereier aufhängen können, ne? So themengebunden. Stimmt, das wäre eigentlich drin gewesen. Können wir noch machen, ja. Ostern ist ja noch nicht, wir haben noch Zeit. Ja, ja. Stimmt, Osterspiele kommen. Ja, genau. Ich denke, da wird es was geben. Rauchen verboten? Ist das, also hier drin darf hier man drin, ja, hier drauchen. Drin wird nicht geraucht, genau. Und schon ist wieder so ein Indoor-Spielfeld nichts. Ja, jetzt ist es schon wieder total scheiße. Erstmal während dem Spiel eine rauchen. Naja, was gibt's Schöneres? So in der Stellung liegen und sich denken, ich camp jetzt hier, ja, dann muss man auch mal eine rauchen. Genau. Dort hinter der großen Holzpalisade, hinter der OSB-Platte, ist dann unser Parkhaus. Das gehört quasi zum CQB-Spielfeld, zum oberen Spielfeld. Da sind dann auch nochmal verschiedene Fahrzeuge abgestellt, also quasi ein Parkhaus nachgebaut mit Kassenhäuschen und allem. Sind die Spielfelder heute auch alle schon frei? Ja, oder? Ja. Okay. Also das hier, das große Spielfeld, und das CQB-Spielfeld mit dem hier unten ist bespielbar. Ah, ist quasi das Parkhaus, gehört das zu dem oberen mit dazu? Das gehört zum oberen ist mit dazu. Also quasi eins? Ja. Okay. Wie viele Spielfelder? Ich glaube, vier wollt ihr da machen oder drei? Oder? Insgesamt wären es, glaube ich, fünf Spielfelder. Fünf sogar? Ja. Also das hier, das CQB-Spielfeld, ein Speedsoft-Feld, dann noch das Außengelände, da kommt auch noch was hin. Also der Wald, der hier hinten mit dran hängt, das gehört auch alles noch mit dazu. Den gucken wir uns heute Nachmittag nochmal an. Genau, und ich glaube, dort hinten oder da kommt auch noch irgendwo ein Spielfeld hin. Aufzubauen? Oh, das hat schon ganz schön Zeit in Anspruch genommen. Besonders die ersten Hauruck-Aktionen, als wir hier als der Hangar übernommen wurde, hier erstmal alles rauszuschaffen. Na, den ganzen Paint-Track, also es wurde vom Vormieter. Wie viele Schichten waren es gefühlt? Paint oder? Paint? Keine Ahnung, unzählige. Also wie es war viele echt Schichten werden kommen, das ist eher die Frage. Ja, richtig. Ja. Kommt ja noch Paintball dazu. Ja. Macht ihr das dann genauso wie in der Area, dass dann auch immer fleißig geputzt wird? Oder weil das ist ja wesentlich größer. Ich glaube, das ist schwieriger. Ja, muss, ja, definitiv. Weil sonst wird das ja hier, weil mit dem Grund. Das wird, sportlich, ja. Das wird interessant, müssen wir mal schauen. Musst du immer die Winterketten anlegen, wenn du hierher kommst. Ja, definitiv. ja, also es war auf jeden Fall sehr anstrengend. Also wir hatten die ersten Einsätze hier, als alles erstmal der ganze Bauschutt rausgeholt werden musste, Wände rausgekloppt werden mussten. Das war schon ordentlich. Wie lange habt ihr gebraucht? Für alles? Für alles, was ihr jetzt hier gebaut habt, so? Naja, es ging. Video war letztes Jahr im Dezember. Letztes Jahr, ja, das war das erste Video. Aber los ging es letztes Jahr im. Ah, lass mich lügen, ich glaube im April oder März. Ich hoffe, das ist keine ukrainische Drohne. Oh je. Genau, im April oder März haben wir angefangen. Also das ist sportlich, nicht? Und was alles so die ganze Woche über und auch am Wochenende wurde hier durchweg gearbeitet. Aber hier hinten, das habt ihr ja auch schon fertig so halbwegs. Ne? Das ist schon bespielbar, ne? Ja, ja, wie gesagt, hier oben das CQB-Spielfeld und hier dann das Parkhaus, das ist auch alles schon mit fertig. Überleg mal, ne? Und das in einem Jahr, ne? Und jeder macht das so dann noch. Ja. Wie viele haben mitgearbeitet? Wie viele seid ihr gewesen? Also dauerhaft gearbeitet haben hier der Tommy und der Micha eigentlich immer mit Unterstützung von ein paar Leuten und die Hausteams jeweils. Also Roadrunner und wir, die Aimless Seals. Ich hoffe, die habt ihr gut bezahlt. Haben die jetzt für immer hier kostenfrei spielen wenigstens? Das müssen wir mit Martin noch klären. Ah, das ist doch eine Verhandlung sozusagen. Ja. Okay. Genau, aber wurde immer tatkräftig mitgeholfen. Sehr geil. Hier kann dann Spielmodus ausgewählt werden, Tickets oder auf Zeit. Ja. Ja, das ist doch. Wie viele Spielmodi gibt es? Nur die jetzt oder kann man so erweitern? Nee, kann man erweitern. So schön mit dem Knopf. Ja. Und der Buzzer sagt dann immer, dass es losgeht, oder? Buzzer sagt, wenn es losgeht und wenn man quasi hier hinterkommt, wird drauf gedrückt und dann wird ein Ticket abgezogen. Also quasi die Leben. Ah, die Death Count. Genau, richtig. Ja, genau, also das gleiche ist System wie in der Area. Ah, okay. Ja. Genau. Genau. Vorsicht. Wir haben was Kronen. So, das ist jetzt. Hier geht's quasi ins Parkhaus. Da ist jetzt bloß gerade mit reingekront, damit es sich nicht so staut. Wo hauen die BBs hin? In einen kleinen Bunker, sag ich mal. Okay. Ja. Also nicht ins Fangnetz, was dann hinterher entsorgt werden kann. Ja, doch. Die Babys werden wiederverwendet, die verkaufen wir dann hier in der Area. Hab ich mir gedacht. Ja, haben wir das refurbished. Ja, genau. Wir sind ökologisch. Ja, ja. Aber der ist geflutet. So ein da kannst Sex, du nur schwimmen genau gehen. Sind da immer noch Flugzeugteile drin? Ich glaube, da liegen noch Flugzeugteile drin, ja.
Weißt du genauer, was das vorher mal war? Also es ist ein Fliegerhorst, ja? Aber ein Flugzeughangar, hier haben sie Flieger gebaut. Ich glaube Stuckers. Stuckers? Ja. Habt ihr noch die Trompeten da? Das weiß ich nicht. Hier geht es quasi auch noch mal durch, ne? Also auf die andere Seite. Ah, es ist einfach nur so, ja. Ist nur der eine Zugang hier auf die andere Seite, oder? Nee, hier auf der anderen Seite geht es jetzt hoch. Okay. Kann man also Martin jetzt quasi eigentlich Stucker-Martin nennen? Ja, kannst du ihn ja mal anbieten, wenn er das möchte. Ah, die Autos sind aber auch schon länger hier, glaube ich, oder? Nee, die wurden alle angeschafft. Da haben Martin und Micha mal einen Aufruf gemacht. Jeder, der sein Schrottauto herbringt, kriegt 100 Euro. Geil. Und dann am Anfang kamen nicht so viele Leute, aber dann haben sie irgendwie alle ihr Zeug vorbeigebracht. Ist natürlich auch alles ohne Motor und Flüssigkeit. Ja, ne? Selbstverständlich. Das ist jetzt das CQB-Spielfeld. Ist quasi... Nee, hier ist richtig CQB. Das ist... Guck mal, ne? Ja, Wahnsinn. Oh, hier kann man, ich muss gleich mal pinkeln gehen. Ah, das sind die alten russischen Scheißhäuser. Sehr gut, ja. Das ist halt auch, wenn du so bedenkst, ne? Wir so schön mit unserem Tralala, die Russen, die machen das. Deswegen können die das auch so gut mit diesem. Ja, das ist alles geübt, angeboren. Kekaling. Mega. Eigentlich ist es ja auch so. So, hier sind wir quasi im Spawn Nummer 1. Hier geht's nochmal los. Wir haben ja auch noch ein paar Ablagemöglichkeiten mitgeschaffen, dass man hier seine Bibis, sein Gas, irgendwas ablegen kann, was man vielleicht fürs Spiel jetzt nicht unbedingt gleich braucht. Das, was man immer liegen lässt, sozusagen. Genau, richtig. Ja. Was dann bei uns in der Fundgrube landet. Das, was ich immer finde und dann neu mir gehört. Genau, das landet bei uns in der Fundgrube und das geht dann irgendwann in den Shop. Und das verstehe ich, ja. Würde ich auch so machen. Und dann. Geht's hier einmal ringsrum, wir sind jetzt quasi auf der anderen Seite, wir sind drüben, sind wir reingelaufen, wir sind jetzt hier auf der anderen Seite vom großen Spielfeld und dann geht das einmal hier komplett durch, bis auf die andere Seite zum gegnerischen Spawn und dann kommen wir... Ja, aber das ist wieder das Die müssen sich nicht mal ducken, wenn sie durchlaufen. Die Löcher hat doch wieder Martin gemacht, oder? Das ist wieder so, weil ich muss dann wieder so weit runter, dass ich durchgucke. Ja. Ja, das geht sogar. Das ist ein bisschen höher. Ne? Das ist quasi Jori-Hole. Aber das ist mir damals in der Area schon immer aufgefallen, wenn ich an diese Löcher ran wollte, muss ich immer hinhocken. Nee, guck mal. Ja gut, diesmal ist es für zwei Größen, das stimmt. Ja, hier wird niemand diskriminiert. Das ist für jede Größe. Ja, wir sind für Inklusion. Inklusion ist groß geschrieben im Hangar 13. So, hier wird's schön. Oh je. Oh, Scheiße. Oh, nee, komm, Alter. Ui. Guck, wie es sich durchquält eigentlich. Ja. Muss ich sagen, sieht sehr elegant aus. Das hättest du von vorne filmen müssen. Ja, kennst du das normal, Mann? Ach, komm. Das sieht durchaus elegant aus. Vor allem, wenn ich darüber nachdenke, dass ich das mit Gier machen muss. Da bin ich ja echt. Das, Scheiße! Das hat was von einer dicken Ballerina. Ja. Oh, ich hab's nicht drauf. Fick dich! Ach, halt. Das sind die Überbleibsel des alten Betreibers. Historie. Das ist also ich denke, das wird uns so lange erhalten bleiben, bis die Paint die Wand zersetzt. Ich glaube auch, also es frisst sich doch irgendwann durch. Ja. Aber ne, da musst du nur einmal hier unten. Ja. Überall Schlumpfäuber. Richtig. Unten wird fleißig gekront. Ja, hier geht es dann quasi, hier geht's runter zur Treppe, wo wir quasi reingelaufen sind. Wir können aber auch hier oben durch und dann kommen wir bei der Raucherlounge in der Küche wieder raus. Geil. Dann sind wir quasi einmal komplett durch. Genau. Das war die Spielfeldbegehung. Ich hoffe, sie hat euch einen guten Einblick verschafft in die aktuell bespielbare Halle im Hangar 13. Ich fand es sehr interessant, vor allem das mittlere Spielfeld hat auf jeden Fall mörderisch Potenzial. Es ist riesig, es ist groß, man kann seine Reichweiten ausnutzen. Ja, alle Spieler sagen eigentlich dasselbe, es macht unglaublich Bock. Es gibt noch ein paar kleine Probleme mit der Symmetrie des Spielfeldes, dass man zum Beispiel teilweise in Spawns reinschießen konnte von Positionen, wo das jetzt nicht so positiv war. Aber im Großen und Ganzen
zu dem großen Spielfeld, was ja der Kern der Sache ist. Nur positives Feedback. Also für jeden, der da CQB-affin ist und sowas gerne mal machen will, der müsste sich auf jeden Fall schnellstens mal auf den Weg nach Oschatz begeben. Das lohnt sich, Leute. So, da jetzt die Leute, die sozusagen noch nicht eingeschlafen sind, die bekommen jetzt natürlich auch noch ein klein wenig Action zu bieten. Wir haben ein paar Ingame-Aufnahmen gemacht. Der Marcel ist mit der GoPro rumgerannt. Der Micha ist ein bisschen mit der Kamera rumgesprungen und so weiter und so fort. Also, es gibt Ingame. Gönnt euch. Viel Spaß damit. Let's go! So, ich hoffe, die Ingame-Aufnahmen haben euch gefallen. Wir haben natürlich noch wesentlich mehr, aber so das Gröbste haben wir jetzt einmal zusammengepackt, damit das Video nicht allzu lang wird. Jetzt zum Schluss haben wir noch ein Fazit von Martin, dem Übeltäter, der das ganze Ding mit der Area und dem Hangar und dem ganzen Mist überhaupt erst ins Rollen gebracht hat. Der wird euch nochmal erklären, wie das so abgelaufen ist oder was er so von den letzten beiden Wochenenden im Hangar 13 hält. Und ganz zum Schluss gibt es sogar, man glaubt es nicht, noch ein bisschen Paintball-Content. Denn ich war heute vor Ort und da haben natürlich die Paintballer gespielt. Und damit die auch nicht gänzlich zu kurz kommen auf meinem ja doch schon eher Airsoft ausgelegten Content, schneide ich da auch noch ein bisschen was Schönes zusammen, was ich heute während des Spieltages gesehen habe, beziehungsweise hau da noch eine hübsche Musik drunter. Und ja, dann haben wir die auch noch mit abgegriffen. In dem Sinne, ich hoffe, Leute, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr teilt es unter euren Freunden, in eurem Bekanntenkreis. Like, Abo, Dings und Bums ist natürlich immer gerne gesehen. Wenn ihr konstruktive Kritik habt dazu, was besser geht, was schlechter geht, was gut war, egal was, dann bitte teilt es mir unter dem Video mit. Ich freue mich über jede Meinung darüber, auch wenn sie noch so sinnlos sein mag. Sprecht darüber und redet mit mir, wenn ihr die Möglichkeit dazu habt. Dann, ich bedanke mich natürlich unglaublich bei Martin und dem Hangar 13, der Crew und allen, die vor Ort waren, dass es überhaupt möglich war, dass wir das so machen konnten. Es hat unglaublich viel Spaß gemacht. Und ja, mein Fazit zu dem Gelände einfach nur mega. Fahrt hin, guckt es euch an. Es ist eine Reise wert. Da wird noch viel gemacht.
Das Ding hat Potenzial wie Scheiße. Also gönnt euch, Leute. Gönnt euch. Martin, wir haben ihn mal wieder gefunden. Ja. Der Meister des Hangars, der Area und vieler weitere wilder Taten. Ich will gar nicht viel quatschen. Dein Fazit, hau raus. Die letzten beiden Wochenenden, wie war's? Ja, genau. Fazit jetzt, Eröffnungswochenenden sind jetzt durch, beziehungsweise gerade eben läuft's noch. Ja, so rum, ja. Hallo. genau, also jetzt haben wir ja Sonntag und zur Hälfte ungefähr geschafft. Genau, also Fazit erstmal sehr, sehr positiv. Wurde glücklicherweise von ja, den Spielern sehr gut angenommen. Erst auf der Eröffnung, war mega gut besucht, mega viel los. Ja, schöne zwei Tage gemacht. Challenges kamen super an. Genau, Shop wurde mit angenommen. Also da wirklich, ja, riesengroßes Dankeschön an alle, die da waren. Jetzt laufen gerade die Paintball-Eröffnungen noch. Gestern ist schon durch, heute ist jetzt, wie gesagt, zur Hälfte. Auch da, ja, Spieler haben Spaß. Haben hier und da ein paar Kleinigkeiten, was natürlich am Feld noch ändern werden, was schon bei Airsoft aufkam, ist bei Paintball natürlich genauso, ist ja im Endeffekt dasselbe Spielsystem. Genau, da sind wir aber schon dran, ist schon alles in Planung, dass das geändert wird. Und natürlich halt auch weiter hier der Ausbau, Spielfeld 3 ist jetzt dann, ja, steht es bald an, dass das ausgebaut wird. Und dann perspektivisch das Spielfeld 4, das wird aber wahrscheinlich erst nächstes Jahr werden, muss man auch sagen. Streng dich mal ein bisschen mehr an. Du musst doch mal arbeiten. Ja, wir geben uns Mühe. Also da ist auf jeden Fall, im Hangar wird noch einiges ausgebaut. Ja, wie auch bei den Ansprachen schon erwähnt, sind wir auch nicht mit allen 100% fertig. Es kommen ja noch, Beta kommt noch alles mit rein. Jetzt aktuell ist ja noch mit Dixies gelöst. Das wird quasi alles noch, ja, aufgehübscht, auf den neuen Stand gebracht, dass das hier dann wieder ein gutes Niveau hat. Du bist also frohen Mutes für die Zukunft. Ja, also ich muss sagen, wie gesagt, Wochenenden liefen super. Jetzt geht's darum, also ab nächsten Wochenende ist ein normaler Spieltag. Jeder, der Bock hat, kann sich immer gerne anmelden. Samstag und Sonntag, beide Tage sind offen. Genau. Können ja. Sie alle reinströmen. Und wenn ihr von weiter wegkommt oder sonst irgendwas und euch das vorher erstmal so im Internet anschauen wollt, dann immer Donnerstag 17 Uhr, glaube ich. Ja, genau. Das ist unser Stream bei Twitch. Da quasi einfach Area13-Leipzig. Dann kommt man ja auf unseren Twitch-Kanal. Genau, Donnerstag streamen wir immer ab 17 Uhr. Genau, und die spielen da ständig Fortnite. Ja, immer. In dem Sinne, danke dir. Sehr gern. Tschüss. War sehr schön. Ciao und goodbye. We'll be right back.